für Sabine Dittmann. Genau. Entschuldigung. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, die Entscheidung für oder gegen eine Organspende ist zweifelsohne eine sehr persönliche, setzt sie doch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod voraus. Und jeder Einzelne von uns muss für sich selbst die Frage beantworten, ob er mit seinem Tod neues Leben und neue Hoffnung schenken will. Angesichts der dramatischen Zahlen ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Über 11.000 schwerstkranke Patienten und Patientinnen warten auf ein lebensrettendes Organ. Die durchschnittliche Wartezeit auf ein Spenderorgan ist bei uns 3- bis 5-mal so hoch wie in unseren Nachbarländern. Teilweise warten, bangen oder hoffen die Patienten über 10 Jahre lang. Und doch versterben Tag für Tag 3 bis 4 Patienten, weil es eben kein passendes Organ gab. Ich habe während meiner praktischen Arbeit als Ärztin einige Patienten und deren Familien begleitet und weiß um die Dramatik der Situation. Ich weiß aber auch und kenne die Dramatik der Situation, wenn Angehörige am Sterbebett nach einer möglichen Zustimmung zur Organspende gefragt werden und in dieser emotional sehr schwierigen Situation völlig überfordert sind. Und deshalb halte ich es für dringend geboten, dass jeder Einzelne von uns eine persönliche Entscheidung trifft und diese dokumentiert. Laut Umfragen, schon erwähnt, sind 64% der Deutschen bereit für eine Organspende, aber bedauerlicherweise haben weniger als die Hälfte dies auch tatsächlich dokumentiert. Das zeigt für mich zweierlei. Erstens, dass wir mit allen bisherigen Maßnahmen, Aufklärungskampagnen, Informationskampagnen, regelmäßiges Zusenden des Organspendeausweises durch die Krankenkasse gescheitert sind. Und zweitens, dass wir angesichts der bekannten Zahlen effizient und schnell handeln müssen. Und effizient handeln bedeutet für mich nicht, dass wir lediglich zusätzliche Infobriefe durch die Bundeszentrale verschicken lassen oder auch nicht, dass wir alle 10 Jahre bei der BAS-Beantragung nachfragen. Effizient handeln bedeutet für mich, dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv aufgefordert werden, sich für oder gegen Organspende zu entscheiden und diese Entscheidung zu dokumentieren. Und in dieser expliziten Aufforderung muss auch deutlich auf die Konsequenz der Nichtentscheidung hingewiesen werden. Wenn keine dokumentierte Entscheidung, kein dokumentierter Widerspruch vorliegt, dann ist von einer Zustimmung zur Organspende auszugehen. Es sei denn, den Angehörigen ist ein anderer mutmaßlicher Wille bekannt. Ich halte diese Form der Widerspruchslösung für einen zumutbaren und für einen wichtigen Baustein, um Organspendezahlen zu erhöhen. Und ich denke, wer eine solche Regelung ablehnt, der muss auch die Frage beantworten, warum wir dann Spenderorgane aus Eurotransplant-Ländern mit Widerspruchslösung annehmen. Auch dieses moralische Dilemma gilt es zu klären. Mir ist natürlich bewusst, dass wir allein mit der Einführung der Widerspruchslösung nicht alle Probleme lösen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir im nächsten Jahr das Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in unseren Krankenhäusern auf den Weg bringen. Denn ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, ich möchte nicht noch mal erleben, dass ich bei einem Besuch in einem Krankenhaus mit Dialyseabteilung und mit neurologischer Intensivstation bei meiner Nachfrage nach den Transplantationsbeauftragten einen fragenden Blick geerntet habe. Und, meine Damen und Herren, ich möchte auch nicht noch mal erleben, dass verzweifelte Eltern mit ihrem herzkranken Sohn nach Spanien umziehen, weil sie sich dort bessere Chancen erhoffen, zeitnah ein rettendes Organ zu bekommen. Und genau das ist vor 14 Tagen in meinem Wahlkreis passiert. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich denke, genau, Kolleginnen, wir brauchen beides. Strukturelle, gute Voraussetzungen in den Krankenhäusern und die Widerspruchslösung. Denn dann wird die Organspende beim nicht umkehrbaren Ausfall der Gehirnfunktion nicht zur Ausnahme, sondern zum Normalfall. Nächster Redner, Dr. Andrew Ullmann.